nicht gerne Instant-Brühe trinken, sondern aufstehen. Alle, die nicht schon in Hirn nach Deo-Spray stinken, sondern aufstehen. Alle, die noch wissen, was Liebe ist, und alle, die noch wissen, was Hass ist, und was wir kriegen sollen, nicht das ist, was wir wollen, sondern aufstehen. Es waren Demonstranten aus den verschiedensten Orten nach Grunde gekommen, um die Abschaltung des Atomkraftwerks, kurz AKW, zu fordern. Alle waren sich einig, Atomkraft muss weg. Und diese Demonstration sei gut, diese Meinung zu unterstreichen. Weil es mir wichtig ist, da ein Zeichen für zu setzen. Weil Fukushima auch gezeigt hat, dass die Zeit der Atomkraft eindeutig abgelaufen ist. Atomkraft ist nicht mehr lange nötig und sollte deswegen abgeschafft werden. Weil ich die Atomkraft lebensgefährlich finde. Weil wir es für unbedingt notwendig halten, dass die Atomkraftwerke so schnell wie möglich abgeschafft werden und dass die Politik aus der Nummer nicht wieder rauskommt. Die Demonstranten waren durchweg friedlich und zahlreiche Betreiber boten neben Essen und Trinken auch Fahnen, Sticker und Sonstiges an. Die vielen Stände und die gute Laune der knapp 15.000 Menschen ließ die Demonstration manchmal an ein Volksfest erinnern. Mit ihren Liedern unterstützte die Band der Schulz die gute Stimmung. Zeit, sich gegen euch zu wehren. Es sei selbstverständlich, dass die Band eine solche Demo unterstützt, sagt der Sänger Daniel Schulz. Ich war schon mal hier, als die erste Kundgebung war. Also ich habe jahrelang gehofft und gebangt, wie ganz viele andere, dass wir wieder aufwachen und auf die Straße gehen. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, hier auf der Bühne zu stehen und eigentlich kein Ende dieses Fahnenmeeres zu sehen. Also ich bin wirklich zutiefst beeindruckt und ja, könnte eigentlich heulen vor Freude. Ich denke, und wenn hier wieder was ansteht, sind wir auch sofort wieder da, weil sowas muss einfach unterstützt werden. Ein weiteres Highlight der Demonstration waren Bauern aus der Region, die teilweise mit ihren antiken Traktoren teilnahmen. Die knapp 80 landwirtschaftlichen Fahrzeuge waren mit vielen Bannern geschmückt und wurden bei der Einfahrt von den Zuschauern bejubelt. Ludger Roder war einer der Traktorfahrer. Er sagt, gerade für Bauern ist es wichtig, dass sie gesunde Felder haben. Deshalb wollten sie ein Zeichen setzen. Dass wir unsere Nahrung auch in Zukunft sichern können, dafür stehen ja unsere Bauern. Und wenn sie natürlich nicht mehr über Landwirtschaft verfügen, wo sie dieser Strahlung entkommen können, weil Bauern können nicht flüchten mit ihren Äckern, dann ist es natürlich ganz dramatisch für uns, auch in den Städten. Und darum sind die Bauern mit ihren Treckern immer dabei, wenn die Kassertransporte rollen. Auch zahlreiche Redner forderten die Abschaltung des AKWs. Unter ihnen war Hildrud Schwedje von der Stiftung Kinder von Tschernobyl. Sie sagt, die Menschen in Tschernobyl würden noch heute unter der Strahlung leiden. Nach 25 Jahren Tschernobyl ist die Radioaktivität maximal 20 Zentimeter in den Boden gesunken. Das heißt, sie wird nach wie vor von Pflanzen, vom Wasser, vom Vieh, von den Menschen aufgenommen, mit all den dramatischen Auswirkungen, die das auf die Gesundheit der Menschen hat. Die Spitze der Erkrankungen ist noch lange nicht erreicht, sondern ganz im Gegenteil, das erwartet man in den nächsten Jahren. Schwedje glaubt, jeder Supergau eines Atomkraftwerks würde ungefähr 1,5 Millionen Tote fordern. Die Zahl der Opfer seien auf jeden Fall größer als offiziell angegeben, weiß der Redner Jürgen Brettschneider. Er hatte eine Praxis als Allgemeinmediziner und arbeitet jetzt als Psychotherapeut in Bad Oeynhausen. Er sagt, wieso die offiziellen Todeszahlen in Tschernobyl so gering seien, läge daran, dass die Weltgesundheitsorganisation einen Knebelvertrag beachten müsse. Mit der Internationalen Atomenergiebehörde, und zwar aus den 50er Jahren, die haben sich zusammengetan und vereinbart, dass die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung der Atomenergie nicht behindern darf. Daher diese falschen Angaben über Todesfälle. Ich war jetzt auch gerade auf dem Kongress der Ärzte gegen Atomkrieg in Berlin vor kurzem und habe dort Vorträge gehört. Dort wurde auch von Kollegen von mir gesagt, dass die Ärzte gezwungen werden, die Todesursachen falsch anzugeben. Brett Schneider meint, dass seit Tschernobyl noch einige Landstriche in Deutschland verstrahlt seien. Also es gibt jetzt noch besonders in Bayern zum Beispiel Gebiete, die stark radioaktiv verstrahlt sind. Mit Sicherheit, auch wenn sie hier ein Wildschwein schießen und das Fleisch essen, werden sie
sie erhöhte Cäsiumwerte zum Beispiel finden, weil das hat eine Halbwertszeit von ungefähr 30 Jahren. Und insofern fügen wir uns mit sowas auch Schaden zu. Unschädliche Strahlendosen gibt es nicht. Alle, die gegen Atomkraftwerke sind, zum Aufstehen. Die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind, soll aufstehen. Alle, die ihr Unbehagen immer nur im Magen tragen, nicht wagen, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, soll aufstehen. So viele, die wie du auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt, wenn du dich da ganz mitbringst, mag sein, dass es gelingt, dich ganz und deinen Traum mitbringst, mag sein, dass es gelingt.